Okay. Ich muss sie aber zuerst noch skillen. Die Betäubungsgranate werde ich weglassen. Definitiv. So, als nächstes Pistolen oder Präzision. Wie viel habe ich denn noch? Ich habe noch 5. Ja. Tech. Ich werde wahrscheinlich was in. Keine Ahnung. Schutz. Energie. Nein, nicht Energie. Invasion. Nein. Keine Ahnung. Verbrennen musste. Mist, was haben wir denn? Projekt betrifft alle Gegner in einem Radius. Ein Punkt noch. Oh, das akzeptiere ich so. Cora 23. Dann machst du hier mal Defense. Maximaler Schild, mehr Regeneration, mehr Gesundheit. Gute Frage. Ah, Nahkampfschaden. Regeneration ist eigentlich. War das jetzt maximal und Geschwindigkeit? Ja. Aktive Barriere. Schildwiederherstellung bei Kill mit Kräften. Sie killt wenig, ich dafür mehr. Und die kann ich sowieso nur mit Schildwiederherstellen. Maximale Schildleistung. Okay, Schadenswiderstand. Schadenswiderstand hört sich besser an. Dann Sturmangriff. Dann schon sowas wie Nova. Nee. Was haben wir denn? Sturmangriff. Okay. Sturmangriff. Detoniert Combo Prime. Erhöht nach dem Benutzen von Sturmangriff den langen Schaden und Stärke von Koras Kräften. Verbessert nach dem Sturm lang Koras Waffen- und Nahkampfschaden. In den 30 Sekunden, in denen sie sich wieder aufrappelt und den nächsten anvisiert, sind 3 Sekunden wieder vorüber. 5. Schildschub. Ein Punkt zu wenig. Bestätigen. Liam. Du bist unser. Ja. Schon wieder Schild. Maximale. Das ist ja genau das gleiche, was sie hat. Schadenswiderstand in Deckung, Schadenswiderstand in Gegner, in der Nähe sind. Würde ich jetzt eher behaupten. Militärische Ausbildung. Schaden gegen Schilde, Schaden gegen Panzerung. Aber sowas von. Schaden pro Sekunde, was? Nahkampf. Mehr Kräfteschaden zu. Gegen Schilde. Schilde ist eigentlich. Panzerung ist das, was am meisten Probleme verursacht. Und er und seine scheiß Splittergranaten. Jetzt weiß ich, warum ich ihn eigentlich nicht haben wollte. Sim, sim. Wo gehen wir denn? Habe ich den noch nicht geholt? Okay. Also, da müsste ich immer noch den Hammer holen. Ich bin schon gleich bei 90%. Dann holen wir hier uns diese Drohne. Da vorne. Das sieht wie ein Konstrukt der Cat aus. Pathfinder. In diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Gut, wie soll ich sagen?
Mein erster Eindruck von der Waffe ist scheiße. Also da habe ich schon wesentlich besser gespielt. Darf ich jetzt eigentlich alles nochmals machen oder... Nein, gut. Aber den Plan darf ich nochmal eingeben. Dann holen wir zuerst uns den Punkt. Na, auf, auf und davon. Das sieht nach Cat-Tag aus. Ja, wo sind die jetzt? Und jetzt ist niemand mehr da? Ah, da haben wir einen Kandidaten. Oh! Aber der Sniper noch. Netter Kopfschuss! Und mein Schild ist schon wieder so schnell wie möglich weg. Ich weiß, dass ich alles hier wieder alleine mache. Lebt noch wer? Dann soll er sich melden. Wir kriegen es mit Cat zu tun. Das ist eine so typische Cat-Waffe. Da war die andere Waffe schon wesentlich töter. Gut, dann wechsle ich, werde ich die Waffe wieder wechseln. Weil so überzeugend war die Waffe nun auch wieder nicht. Vor allem für Stufe 3 war die so ziemlich lahm. Finde ich jetzt. Ich orte hier eine Reliktvorrichtung. Was hat das denn an einem Kettenlager zu suchen? Dem Schaden nach zu urteilen, haben die Ketten Daten extrahiert. Dieser Kern ist zu stark beschädigt, um feststellen zu können, was sie erhalten haben. Dann müssen wir eben noch mehr finden. Und wir haben schon wieder eine Aufgabe gefunden. Cadmium hier, das ist wieder viel Cadmium. So. Also, jetzt dachte ich so richtig, wo ist mein Nomad? Gut. Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit Ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Ja. Was ist denn? Werden die mir angezeigt? Nein, werden die mir nicht. Oder doch, hier oben. Naja, auf zum Schatz. Sie brauchen einen neuen Unterzieher, Cora. Die Farbe passt nicht. Wie bitte? Die Farbe. Dieses Modell wurde in einer Doku über den Erstkontaktkrieg gezeigt. Und ExoRite hat die Produktlinie umgefärbt, damit sie dazu passt. Aber sie haben als Referenz dafür das Plakat benutzt. Damit der Farbton wirklich stimmt, muss er heller sein. Ich wähle meine Ausrüstung nicht auf der Basis fiktionaler Landungsschiff-Rettungsmissionen aus. Ich habe nicht gesagt, in welcher Szene das vorkommt. Mein Angebot steht. Yep. Hab ich gesehen. Okay. Da kommen sie!
Interessant, ich verstehe, wie die Waffe funktioniert. Würde bitte... Ich hasse diese Waffe. Nein, 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 die ist nichts für mich. Gut, dass ich sie nicht hergestellt habe. Mit ernsthaft sagen, dass... Willst du mir jetzt ernsthaft sagen, dass die alle Rückgriffe weg sind? Hatte ich hier wenigstens was gescheit? Nein, hat es nicht. Und es hat hier wieder einen. Und ich brauche immer noch verdammte Forschungspunkte. Und zwar menschliche. Was hat es hier? Eine Drohne. Auf die wir wahrscheinlich nicht kommen werden. Genau, das dachte ich mir. Das sieht aus wie eine Sackgasse. Ich müsste dort oben, das heißt, ich muss außen rum. Oh, eine Höhle wäre jetzt nicht schlecht. Da ist noch Teufel rein. Sprechen. Ah, eine kurze. Was sehen wir hier hinten? Noch mehr Cat. Das ist der letzte Ort. Und auch hier haben unsere verschwundenen Kisten Tiere angelockt. Ja. Wow! Haben das alles die Cat gebaut? Zum Glück haben wir ihre Basis erledigt. Sonst hätte daraus ein ganzer Stützpunkt werden können. Ja, da steht noch einer. Hallo, mein Freund! Du kannst während dem Rennen nicht... Wirklich? Oh, durch den Schopf kriege ich Kopfschmerzen. Nein, der Schuss bleibt ein bisschen hängen. Okay, miserable Deckung. Ja, weg, 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 weg. Ich habe hier keine Deckung. Oh, Behälter. Nur Müll drin. Mir gefallen die Waffen nicht, die hier oben sind. Komm. Hältst du noch mal ein? Ja. Weil das ist Oberboss. Der Oberboss. Sie haben meinen Sensei getötet. Ah! Rache an Adrian! Und in den Höllenschlund. Bye bye. Servus. Einer ist jetzt noch über. Oh, der kommt, der stellt sich von selbst. Schade, kein Headshot. Darf ich jetzt? Oh, einer ist immer noch da. Ja. Den hole ich mir selber. Bane, wir nähern uns der Kaserne. Bleiben Sie wachsam. Hier sollten weniger sein als in der Basis.
Das ist aber kein Grund, übermütig zu werden. Wen? Ist das der... Der Typ der Exilanten? Das meiste habe ich ja eh schon zerstört. Hi, wir sind das Empfangskomitee. Ich denke, das war der letzte. Nicht schlecht, kleines Entchen. Gar nicht schlecht. Das ist ohne Zweifel der schlimmste Spitzname von allen. Für das nächste Mal erschieße ich den Typen. Kleines Entchen. Oh, Behälter. Oh, Mist. Munition. Aber die Waffe... Die Waffe werde ich definitiv wieder ersetzen. Mit der kann ich nichts gut anfangen. Die macht nicht mal richtig Damage. Also nicht mal nicht so ein Damage, den ich gerne hätte. Macht viel zu wenig Schaden. Da war die Waffe, die ich bisher hatte, eigentlich besser. Schon wieder so eine Flakabwehr. Aber ich habe keine Quest für Flugabwehr. Da sind auch noch dicke Kanonen drauf. Aber hier oben muss es ja was Wichtiges geben. Nope. Kann ich die eigentlich benutzen? Ja. Zu massiv. Gut, zu massiv. Aber sonst ist keine mehr hier. Einmal Terminal, Abschwellen, Audio. Ich bin Invictor. Dieses ist anders. Exoskelett. Dextroprotein basiert. Sie haben mir überhaupt keine Fragen gestellt. Weißt du, wie viel Kraft genau erforderlich ist, um deine Dermalplatten abzulösen? Das dachte ich mir. Gibt es echt keine Möglichkeit, ihn nochmal umzulegen? Oh. Oh, der ist fies. Also Schädelplatten entfernen. Oh, gut, dass wir den Typen getötet haben. Aber ich kann hier überhaupt nichts. Bis nochmal ab. Doch, aber wer versteckt schon... Sind das eigentlich Schildgeneratoren? Nein, sieht so aus, so Star Wars Schildgeneratoren. Dort reicht's. Ob wir dort eigentlich auch noch hinkommen? Was diese Geräusche eigentlich sind? Ja, ich kann dorthin. Hab's gerade gesehen. Außenposten. Und wir haben die Lebenserhaltung von EOS auf 100% gebracht. Na, da bin ich doch eigentlich sehr zufrieden. So, wo sind wir denn? Etwas nach oben. Wie kommen wir eigentlich... Kommen wir eigentlich nach... Also Cora, von diesen Asari-Elite-Soldatinnen hört man ja alles Mögliche. Hört man oder sieht man in billigen Action-Videos? Egal, jedenfalls. Diese Jägerinnen jagen, sie sabotieren, sie führen Attentate aus. Alles offiziell sanktioniert. Fanatische Typen werden eliminiert. Die Viecher sind erledigt. Aber wie es aussieht, sind diese Kisten genauso leer gefressen wie die anderen. Pathfinder, durch die Untersuchung der Vorratslieferungen konnte ich einen möglichen Ursprung der Manipulationen ermitteln. Okay, der Nav-Punkt eines Verstecks. Sehen wir doch mal nach, wer seine Diebstähle derart umsichtig geplant hat. Ich habe die Positionen markiert, Pathfinder. Okay, folgt mich. Terminal. Nein, das sollte ich eigentlich nicht. Persönliche Update. Calling Miura. Station Nummer 9. Nein, sie dürfen nicht auch... Was? Sie dürfen nicht auch mal. Ich nehme das für den Pathfinder auf und sagen sie mir, dass ich zu viel getrunken habe. Es war doch ihre Flasche. Hey, es ist doch spät. Wir sind alle müde, aber wir haben gesehen. Hey, zum Teufel. Das
Back, Karen Mura. Keine Ahnung, wer das ist. Ja, die Zalkin, die wollte ich eigentlich mal ausprobieren. Habe ich ausprobiert. War scheiße. Was ist denn, was wiegt denn? Also, das, die Sniper. Ja. Mal gucken, was habe ich denn eigentlich drin? Taktisches Fernrohr 3 und verstärkter Lauf. Nein, ich wollte eigentlich da. Nein, ich wollte eigentlich da gucken. Weil da habe ich kalibriert. Was zum Teufel? Ja. Was? Nein. Verwirrt. Magazin 3 habe ich drin. Und den habe ich hier drin. Reicht eigentlich. Was ist das? Ziffer 1. Ja. So, jetzt habe ich wieder eine ordentliche Waffe. Dann, was zum Henker? Erinnerungsauslösung. Nochmal. Dachte ich, wäre fertig damit. Das Versteck, das war in der Höhle drin. Das ist sehr interessant. Das heißt, wir werden jetzt zuerst... Das ist schon wieder da oben? Also gut. Laufen wir mal hin. Ich habe keine Ahnung, wie ich sonst nach oben komme. Nomad komme ich hier nicht hoch, oder? Nein. Obwohl... Oh. Gut. Ah, hier hätte ich mit dem Nomad nach oben fahren können. So wie es aussieht. Dort hätte ich eigentlich noch einen können. Okay, geht das? Nein. Aber wie soll ich denn sonst bitte hier nach oben kommen? Wie komme ich verdammt nochmal hier nach oben? Muss ich ja schon auf eine Art schweben oder sowas? Oder hier nach oben? Nee, einerseits mit dem Nomad. War hier irgendwas? Nein. Aber ich entferne mich jetzt eigentlich immer mehr und mehr. Ich frage mich, ob ich eigentlich die Schubdüsen erhöhen kann. Da habe ich noch nicht groß nachgeguckt. Aber wie kommt man euch sonst hier nach oben? Ich meine, dass ich jetzt noch hier gekommen bin. War nur reines Glück. Erinnerungsauslöser. Noch ein Erinnerungsauslöser? Eine der Erinnerungen Ihres Vaters ist jetzt zugänglich. Kehren Sie zum Sam-Kern auf der Hyperion zurück, um mehr zu erfahren. Ja, machen wir. Die Frage ist jetzt allerdings, wenn ich schon mal hier oben bin, wie weit komme ich eigentlich zu dem abgestürzten Drohne? Eigentlich wäre es jetzt geil, wenn ich den auch wieder hier. Ich bin mal so frech und. Ne? Ne? Bleib stecken, bleib stecken. Nein. Komm schon. Was ist auf der Seite? Da ist alles nur steil, ne? Oh, komme ich nicht nach oben. Aber hier würde ich jetzt wieder mit dem Nomad drüber
würde ich nochmal etwas schaffen. Hier ist die Schlucht. Und wenn ich mit dem Nomad... Nein, ginge nicht. Aber so sollte es funktionieren. Denn ich bin auf der Höhe. Das sehe ich am Symbol. Aber wie kommt man hier zum Henker mit dem Nomad drauf? Habe ich keine Ahnung. Oder vielleicht von hinten. Andere Seite. Naja. Wenn es so klappt, dann bin ich froh. Andererseits... Ah, dort. Okay. Da ist die Drohne. Hey, ich habe die Drohne gefunden. Yeah. 3 für 6. Das ist eine zum Abbau. Eine Bergbaudrohne. In dem Lager dort vorne halten sich Cat-Lebensformen auf, Pathfinder. Okay. Halten sich keine. Aber ich hätte hier wahrscheinlich mit dem Auto hin können. Nö. Gehen wir einmal zum Lager. Die haben mehrere so kleine Außenposten errichtet. Komm ich hier eigentlich? Nein. Hat aber hier auch kleine Vermehrte. Ich habe ein Überwachungsgerät der Cat geortet, Pathfinder. Sam, was hast du für mich? Ich habe den zentralen Ort ermittelt, mit dem die Überwachungsgeräte der Cat verbunden sind. Ich füge den NAV-Punkt jetzt ihrem System hinzu. Hoffen wir, dass wir sie aufhalten können. Die Cat dürfen Prodromos auf keinen Fall schaden. Ah, da war ja noch was. Das kommt davon, wenn man ein bisschen zu Fuß unterwegs ist. Ja, ich hätte hier... Auto. Ja, aber natürlich. Hoppala. Das ist doch gerade nicht so gut. Gehen wir zurück zum Auto und dann hätte wahrscheinlich von der Seite her. Oh, vorsichtiges Landen vor allem. Dort ist nochmal so ein kleiner. Da hat sich nochmal jemand gesonnt. Da bin ich froh, dass wir auch noch den Punkt erreicht haben. Ein bisschen die Füße vertreten tut gut. Anstatt auf einer Basis herumzuwüten. Okay. Nichts. Ja, das Cadmium lasse ich. Cadmium. Habe ich mittlerweile auch mehr als genug. Mehr als genug Cadmium. Oh. Oh, die ist einsatzbereit. Ja, will ich doch hoffen. Und Energiezelle. Die war in der Höhle drin, das Versteck. Irgendwie wirkt diese Welt weniger unwirtlich als bei unserer ersten Landung. Aber vielleicht gewöhne ich mich auch nur daran. Das ist oben. Ober uns. Hier oben hoch.
Damit hätte ich wesentlich eher was machen können. Hier haben wir das Lager.